Lilo, der Vollständigkeit halber. Wir wollten noch mal gucken mit SMB. Ne? Ich hatte ja steif und fest behauptet, das könnte man auf jeden PC dann übertragen. Hier ist der kleine Tuxedo Micro, da sind die Dateien physisch drauf. Den Monitor bräuchte ich theoretisch nicht. Lubuntu installiert. Dann habe ich hier meinen PC, den ich zum Rendern benutze, Ubuntu 12.04. Wie ihr seht, kann ich da zugreifen und wir hätten dann noch Linux Mint auf meinem Lenovo. Und jetzt wollen wir mal gucken, das Ganze soll ja auch noch auf den Fernseher drauf. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir auf unserem Android-Gerät eine Verbindung herstellen können. Ich habe hier ein Android-Gerät und bei mir, wer mich kennt, ich habe den so eingestellt, dass er nur mit dem LAN verbunden ist. Geht natürlich auch über WLAN, aber mache ich nicht. Total Commander App, ein App. So, wollen wir mal gucken. LAN Windows Freigabe. Windows Freigabe. Und da haben wir neuer Server anklicken. Verbindungsname für Listen, nennen wir es mal NAS, ja, obwohl es kein NAS ist, ich könnte es auch SMB nennen. Aber der Freigabename ist zum Beispiel so, gut, IP-Adresse 192.168.0.0 23. Dann der Schrägstrich, der auf der 7 ist und der Freigabename war NAS. Der Benutzer auf meinem NAS ist natürlich TheRegRunner. Und dann noch das Passwort und OK. So, Passwort eingegeben und wir sehen hier oben NAS. Ist eigentlich nur eine SMB-Freigabe. So, und da sehe ich dasselbe wie auf den anderen Dingern auch. Wunderbar, hat schon funktioniert. Musik, wollen wir mal Musik hören? Sagen wir mal Jamendo, Freimusik, Atomic Cat, Turn Back. Abspielen im Hintergrund könnte ich machen, okay. Und dann geht das los. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Thank you.